Dividiert haben wir noch nicht. Und das funktioniert jetzt genauso, wie wir es bei den Zahlen auch schon gemacht haben. Was war denn da immer das Erste? Naja, jetzt kann man keine Antwort geben. Darum sage ich es gleich. Wir haben den Kehrwert gebildet. Den reziproken Wert. Dann machen wir das da als Erstes. Und mit dem Kehrwert haben wir das Ganze multipliziert. So, und was haben wir vorher gesagt? Das ist das Erste, was man tut, herausheben. Was könnte man denn da herausheben? Zum Beispiel 4, dann bleibt übrig x plus 3y mal 18xy. Jetzt habe ich es gleich auf den langen Bruchstrich dran. 9yz mal, und wenn ich da jetzt den Dreier heraushebe, 3 mal x plus 3y. Und der nächste Schritt war jetzt immer dann, also herausheben war das Erste, kürzen ist das Zweite. X plus 3y. Dann kann ich doch 9 und 18 kürzen, da steht da mal 2. Dann habe ich noch y und y. Und ich glaube, das war es jetzt. 4 mal 2 mal x. 3z. Das war's. Ja, noch nicht ganz. Eins kommt noch.